Hallo und herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Video bekommt ihr 10 Tipps und Tricks rund um einen erfolgreichen Start in das Unileben. Viel Spaß! Mein erster Punkt ist auf jeden Fall Kontakte knüpfen, so früh es geht. Vor allem am Anfang braucht man die super, um auch sich in die Universität einzufinden. Aber auch im gesamten Studium hilft es einfach, wenn es da Leute gibt, die genau das Gleiche durchleben. Also wenn es möglich ist, einfach schon in Seminaren oder in Vorlesungen Leute ansprechen, Kontakte knüpfen, die vielleicht auch das Gleiche studieren, also das gleiche Fach, das gleiche Lehramt und so weiter. Das hilft einem durchs gesamte Studium. Der zweite Punkt ist, alle Vorlesungen und Seminare, wenn es geht, zu besuchen. Es gibt viele Seminare, wo keine Teilnahme verlangt ist, beziehungsweise nicht überprüft wird, ob man daran teilnimmt oder nicht. Und vor allem, wenn man dann irgendwann eine Modulprüfung in dem Seminar oder in der Vorlesung machen möchte, dann ist es super gut, wenn man diesen Inhalt schon einmal gehört hat. Das hilft einem einfach viel beim Lernen dann auch im Nachhinein. Mein dritter Punkt ist, dass man prokrastinieren, das gehört irgendwie zum Studium dazu, aber das nur im gesunden Maß. Also, dass man sich auch wirklich dann irgendwann selbst aufrafft oder motiviert, dann weiterzumachen und weiterzulernen für eine Hausarbeit oder weiterzuschreiben an eine Hausarbeit oder für eine Prüfung zu lernen. Und dazu auch direkt eigentlich der vierte Punkt, ist Bibliotheken zu besuchen. Die sind in der Uni eigentlich zahlreich vorhanden. Und da darf man ja in der Bibliothek nicht reden, beziehungsweise soll besonders leise sein. Das heißt, man ist irgendwie nicht abgelenkt. Selbst wenn man da mit Freundinnen oder Freunden hingeht, ist man nicht abgelenkt und kann, glaube ich, am besten so an der Sache arbeiten, die man da bearbeiten möchte. Ich zumindest schaffe da immer mehr, als ich zu Hause schaffe. Und ich denke, das geht vielen Studenten und Studentinnen gleich. Mein fünfter Punkt ist, vor allem für die Leute, die vielleicht im ersten Semester sind und nicht wissen, wann soll man anfangen zu lernen. Ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich einen Monat bevor die Prüfungen beginnen, anfange, den Stoff zu lernen, mir Lernzettel zu schreiben. Generell Lernzettel schreiben hilft mir enorm, aber das ist ja, jeder ist ein unterschiedlicher Lerntyp. Bei mir sind es auf jeden Fall die Lernzettel, aber ich würde sagen, so einen Monat vorher sollte man sich schon anfangen, alles nochmal anzugucken, so ein bisschen zu vertiefen. Dann kann man auch entspannt durch diese Prüfungsphase gehen. Der sechste Punkt ist auch Freizeit einbauen. Das meinte ich auch ein bisschen mit Prokrastinieren. Ein bisschen gehört es dazu. Man sollte auch darauf achten, dass man genügend Freizeit hat und vor allem in dieser Prüfungsphase am Ende, dass man da genügend Zeit für sich selbst hat, auch mal runterzukommen. Und es gibt eigentlich immer was zu lernen und immer was zu tun in der Uni. Das heißt, es ist echt gut, wenn man sich da selbst irgendwie so ein bisschen die Zeit einbaut, um genügend Freizeit auch zu haben und mal runterzukommen. Der nächste Punkt, da kann man zum Beispiel seine Freizeit stattfinden lassen, ist in Cafés und den Mensen in der Universität. Da lernt man einfach auch nochmal ein paar Studenten und Studentinnen kennen. Und ja, ich finde das eigentlich immer eine ganz angenehme Atmosphäre da. Außerdem gibt es da so geringe Preise wie sonst nirgendwo. Mein achter Punkt ist, sich über Professorinnen und Professoren schlau zu machen. Es gibt immer wieder unterschiedliche Leistungsniveaus oder wie die vermitteln und da einfach so ein bisschen nachzuschauen, wer ist vielleicht so für mich am angemessensten oder bewertet besonders nett und so weiter. Das hilft super, also auch da mit anderen Studenten und Studentinnen vielleicht darüber reden, was man da am besten für Professoren und Professorinnen wählt. Man kann sich ja häufig auch entscheiden zwischen ein paar. Das hilft super. Und damit komme ich eigentlich auch schon zu meinem Punkt 9, ist früh genug um Examensplätze kümmern. Dabei geht es auch ein bisschen um zu gucken, welche Professoren kann ich dafür wählen oder welche Dozenten.
Genau, weil man sich ja die Prüfer aussuchen darf und es sind halt die Guten, die auch vielleicht nett bewerten, auch sehr schnell weg. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, 3 Semester vorher mich ein bisschen zu erkundigen, mal ein paar Professoren, die kann man dann einfach per Mail anzuschreiben. Und ich denke, dass 3 Semester vorher früh ist, aber auch angemessen, um sich vielleicht mal schon mal Gedanken darüber zu machen. Und mein 10. und letzter Punkt ist, weil ich das selber so gemacht habe, ist das Praktiken oder Praktika auch im Ausland gehen. Man kann sich da einfach für bewerben, entweder über die Uni oder auch selber Leute anschreiben, also so Schulen anschreiben, die im Ausland sind. Und die sagen dann in der Regel auch zu, wenn man früh genug sich drum gekümmert hat, da muss man halt auch früher dran sein. Und oder halt auch ab und dann kann man immer noch weiterschauen. Genau, aber das ist auf jeden Fall möglich. Das wird nicht so groß irgendwie gesagt, aber es ist auf jeden Fall möglich und es ist super schön. Ich habe da tolle Erfahrungen gesammelt und ich kann das wirklich jedem weiterempfehlen.